Hallo Leute, das sind wieder GTA 5. Wir fahren Rennen. Ich muss gerade die Tastatur wieder finden, denn ich muss den Aufnahmeknopf nochmal drücken. So, mal gucken, genau, ob wir hier hinterher kommen, den beiden. Das ist doch ein eher schnelles Auto, so wie es aussah. Ups. Ja, und schon geht's hier wieder. Nein, so wird's nichts. Okay, wenigstens in die richtige Richtung gedreht. Drücke. Okay, das können wir natürlich machen. Und jetzt? Okay, ist auch Bullet Time, aber was soll mir das jetzt hier bringen? Ich deaktiviere das mal wieder. Denn, muss ich ganz ehrlich sagen, so wahnsinnig schnell ist es jetzt in dem Sinn nicht, dass ich hier denke, ich müsste... Ja, die Autos sind einfach schneller. Was sollen wir da denn machen? Also klar ist es schnell, so meine ich es nicht, aber irgendwie die Bullet Time, die bringt hier meiner Meinung nach eher wenig. Platz haben wir auch. Was soll's? Vollgas. Soll ich sie mal nochmal drücken? Ich finde... Jetzt drücke ich sie nochmal. Ach, das bringt gar nichts. Was soll das denn bringen? Die werden ja nicht langsamer. Dadurch. Man müsste eine Taste haben, wo man die Gegner hier langsamer machen kann. Keine Ahnung. Nagelbretter auslegen. Oh. War das so geplant? Ich glaube, das war ein Coyote. Die Betonung liegt auf war. Ein gewesener Coyote, sozusagen. Aber ich glaube, die passen sich auch ein bisschen meinem Tempo an. Also, weil so richtig abhauen tun sie mit ihren Kisten dann doch nicht. Obwohl sie das eigentlich müssten. So schnell wie die sind, die Fahrzeuge. Ich meine, dass wir da bessere Fahrer sind, das steht außer Frage. Wer lacht da? Ich selber wahrscheinlich. So, ist echt ein geiles Ding da vorne. Aha, da kommt ein Anruf. Hey, we're coming up now, man. Be there in a few seconds. Got it. Whatever. Here they come. Well, I'll tell you about that later. Wink die Autos an den Straßenrand und beschlagnahme sie. Okay. Cool, Polizist spielen. Wie wink ich denn? Das ist ja cool. Okay, dann nehmen wir den da vorne. Sag mal, wenn ich hier mit Blaulicht fahre, wäre es eigentlich ganz nett, wenn hier die unbeteiligten Fahrzeuge ein bisschen zur Seite... Ja, sag mal, ein bisschen zur Seite fahren würden. Sonst muss ich dann mal hier zur Waffengewalt greifen. Ich bin Polizist, ich darf das. Das macht Monopol... Ja, ich würde gerne näher ran. Das Machtmonopol liegt beim Staat. Das kennt man. Also, wir sind im Moment gerade der Staat. Also geht weg. Das ist eine geile Munition. Eine geile Mission. Ich mag das. Ja, irgendwann kriegen wir sie. Das ist eine Frage der Zeit. Kann noch Monate dauern, wenn wir hier so hinterher kommen. Jetzt T kommt ja nicht noch in den Weg. Hat hier schon genug Verkehr sonst. Ja, dann hupt er noch. Eigentlich müssen die... Die müssen doch schneller sein, die Motorräder. Ja, wobei, das sind schon verdammt schnelle Autos. So, wir kommen in die ländliche Gegend. Aha, die Biker wollen wir auch noch kassieren. So wie es aussieht. Das ist geil hier auf Überlandstraßen mit Trevor vor uns. Wow. Na nun, fahrt schon rechts ran. Kann ich den auch irgendwie winken? Da stand irgendwie nicht. Ups. Wobei... Müsste ja reichen, wenn Trevor winkt.
Sauber. Whoa, hey, stay in the car there, homeboy. I'll deal with you later. Yeah, fuck you too. You know how fast you were going? Gee, I don't know, officer. I try to keep it under the limit. Well, you and your boys look like you were drag racing from where we were sitting there, so why don't you get yourself out of the car? Come on. Officer. 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 Is this entirely necessary? Yes, it is. Get on. Come on. Hands on the car. Let's go. Come on. Get out of the fucking car! Hey! Hey, hey, hey! What are you doing? Fucking car. All right, we gotta make sure. Get out of the fucking car, you pint-sized prick! You little shit! Get the fuck out of here! Gone! Fahr zur Werkstatt, das werden wir tun. Wow, ja, das. Das ist ein Auto. Wechsel zum denjenigen, der zurückfahren soll. Wir sollten zurückfahren. Ach so, okay, das können wir wohl selber bestimmen, wer zurückfahren soll. Von daher. Ah, the lady from before. Devin's assistant. Good to be working with you. It's Molly Schultz, Senior Vice President and General Counsel to Mr. Weston's Holding Company. And if you think it's good to be working with common thieves, well, you're very mistaken. Have you got the cars? Wow, the whole resume. Yeah, we got the cars. Bring them to Hayes Auto on Little Big Horn in South Los Santos. Mr. Weston and I will meet you there. Okay, da fahren wir. Just spoke to Devin's man-woman lawyer person. I'll be waiting at Hayes Auto in South LS for you idiots to show up. The only thing to figure out now is which one of you is getting the silver medal, right? The lead horse always burns out before the end. Da stehen wir wieder richtig, okay. Einmal eine Pirouette. Hey, Frank. Yeah? What'd I tell you, bro? These cars. This is an opportunity. Yeah, if you say so. You know what, right before I met you, I was boosting rides and racing. It feels like it come full circle to me. Come on. No, I'm serious. From my repo job, this is exactly the kind of shit I be doing. So thanks, dawg. After all the crap we been through, man, you got me right back where I'll be at anyway. Ja, ich kann leider nicht alles lesen da unten. Ich muss mich auch noch ein bisschen ums Fahren kümmern. Und das macht gehörig Spaß. Das kann ich euch sagen. Das ist halt auch schon mal eine geile Gegend hier am Meer. Ist das nicht die Route 66 oder wie heißt das Ding? Jetzt blamiere ich mich gerade bis auf die Knochen. das müsste aber auch angeschrieben sein. Wenn es die ist, müsste eine Tafel hey, haben. Look, Devin Weston, he ain't like anyone you worked for before. Man, he runs his mouth, wants me to boost cars, and most likely gonna be paying me a fraction of what they worth. It don't sound that different, to be honest. Now, you must know who this guy is. Look him up. He's the real deal. I've seen his house. He can make things happen. So, he like, to you, what you were to me. I see your house, I think this dude can take me places. Yeah, maybe. Something like that. Voll geile Mission, ich bin begeistert. Ich liebe so Sachen. Oh, und dann. Massenkarambolage. Da kommt noch ein Lastwagen. Schnell weg. Und falsch gefahren. Da vorne können wir auch raus. Don't worry, I'm taking care of that. I mean, is it just a smell of green? Or is there some other thing with this guy and you? Hey, I'm just trying to do what's best for Frank. You know, help him make the best of the chances he's given. Hey, if it's about the girl, I saw her first. Don't get too creepy, all right? She's a professional woman who's doing a job. And leave it at that. No sexual harassment in the workplace, T. Da ist jemand begeistert. Aber wisst ihr was? Both of you, back off. Na, jetzt kann ich nicht mehr wechseln. Moment. Bin ich aus dem Spiel rausgefallen? Bin ich wieder drin? Jetzt bin ich wieder drin. So. Okay. Wir bringen das Fahrzeug zurück. Was war denn das? Ich habe hier einen Knopf verwischt, der dem Spiel gar nicht gepasst hat. Ich wollte eigentlich den Charakter wechseln, um noch mit einem anderen Fahrzeug zu fahren, aber das ist wohl eine laufende Mission. Da können wir nicht einfach den Charakter wechseln. Das hätte ich dann von Anfang an tun müssen. My car is fine. Yeah, I hope so, 'cause I'm in charge of this shit.
were here when I got in. Oh, come on, T-Man, please. Was die immer zu labern haben, sensationell. Gentlemen, I love you all. Oh God, this is gonna be fantastic. One kid and two old creeps. Who the fuck would have thought it? Gentlemen, move the vehicles. Hey, gimme five, five, and five. Oh, hey, chest kiss, homie. Boom. Dog, come on, man. You got the fucking paper? Abso-fucking-lutely. Look, you finish the job, you get the paper. But the order was for five cars. If I'm not mistaken, that's only two. Just give me the fucking money now! Oh, I'm so scared. I really, really am. But you know what? I'm a payment on completion of work type of guy. You don't like the job? Take a fucking walk. Like, come on, man. Hold on. So what's next, man? Well, it's the Z-type. Chad Mulligan. Lay it on him, kid. Mulligan's a record producer. He's going through a messy divorce. He's hiding his valuable assets, including the car, so that makes it complicated. He'll clock any ground surveillance we run. All we've got to go on is that the car's in a lockup in Howick. So we just go house to house? Not quite. We have access to an LSPD helicopter. No. The computer on board can ID pedestrians from a chip in their driver's license. Find Mulligan and Howick, follow him to the lockup, someone on the ground collects the car. All right, so who does what? You're not needed for this job. Phillips, you're in the chopper. Clinton, you're on the ground. Yeah, I don't understand the deal between you two. Yeah, well, I don't understand the deal between you two either. But you know what? Life! It's just one long mystery. Bye-bye, gentlemen, and stay spiritual. Oh, and Michael, I'll be in touch about your friend, Solomon. All right, good. Da fahren sie alle weg. Und nu? Irgendwie? Aha. Okay, wir sind der Michael. Michael spielt da ja gar nicht mit. Bestanden, gegen das Gesetz. Okay. Ja, irgendwie... Also, die haben mich da ein bisschen erschreckt mit ihrem Hubschrauber. Nicht schon wieder Hubschrauber. Aber vielleicht lerne ich es ja dann irgendwann mal. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Also, wenn ich das öfters mache. Okay, Fahrzeuge haben wir hier aber. Nee. So richtig laufen tut die alle nicht mehr. Der da auch nicht. Okay, dann gehen wir mal raus. Gucken mal auf die Map. Gibt es hier noch irgendwas zu tun? Der schüchterne Blick auf meinen Zettel. Irgendwas in Blau? Nee. Nicht wirklich. Hier haben wir noch ein Fragezeichen für Trevor. Hier haben wir... Gott, wie heißt der? Moment, sehe ich das, wenn ich hier draufklicke? Das ist der Typ, mit dem man die Sachen abschießen soll. Sozusagen. Ich glaube, der möchte mit uns jagen gehen. Das könnten wir natürlich auch mal noch irgendwann machen. Ja gut, dann... Gehen wir mal zu Trevor. Ich möchte mal gucken, was der Trevor gerade treibt. Kann ja nur Mist sein. Wie immer halt. Stay spiritual. I hope he believes in an afterlife. Ich weiß zwar nicht, von wem er redet, aber irgendwas muss er gerade wieder erlebt haben, was ihn beschäftigt. So wie es aussah. Okay, hier haben wir doch was in Orange N. Das wäre dann wahrscheinlich Nigel. Kann das sein? Nigel, genau. Hier haben wir Devin. Der will irgendwas mit Hubschraubern. Dafür, ja, da haben wir die Zeit im Moment nicht dafür. Für Hubschrauber? Nee. Hier oben haben wir was. Hier haben wir die Jagd, nehme ich mal an. Dann lasst uns mal zu Nigel gehen. Oder fahren besser. Ich möchte ja nicht gehen. Wir sind ja Trevor, wir haben schnell ein Fahrzeug. Das sieht bullig aus. Das könnten wir mal ausprobieren. Wenn ich die Taste finde. So. No. Die mögen keine Gewalt. Ja, wir auch nicht. Aber wenn ihr das Auto nicht freiwillig hergebt, dann werden wir halt zu Gewalttätigkeiten greifen müssen. Ganz einfach. Hilft ja nichts. Nee, das sind nicht wir. Das ist ja, was ich mal kritisiert habe, dass hier die Polizei nicht rumfährt, wenn sie nicht gerade uns sucht. Aber irgendwie da habe ich mich getäuscht. Man hört dann doch ab und dann auch mal noch eine Polizeisirene. Was haben wir denn hier? Ein Überfall. Das geht so nicht. Moment. Das lösen wir
yourself to blame. Your petty crime offends me. Der lebt noch. Da müssen wir ihn klopfen. Der hatte eine Pistole. So, kann ich denn hier irgendwas aufnehmen? Das liegt jetzt nicht genau unterm Fahrzeug. Aufgenommen. Gut, da können wir sogar zu Fuß hin, zu der guten Frau. Ja, so geht's auch. Man muss nicht immer schießen. The shrink says I have a hero complex. What a gentleman. And for once, I'm not being sarcastic. Wieder minus 1800 Dollar. Okay, aber irgendwas müssen wir bekommen haben. Naja, gut. Zurück zum Auto. Wir wollen ja zu Nigel. Aber Nigel besuchen wir in der nächsten Folge, würde ich sagen. Ja, mit diesem schönen Ausblick hier von der Stadt, das muss es gewesen sein. Ammunition, wir bieten jetzt Schlagstöcke. Schlagstöcke werden wir uns auch mal noch besorgen. Oh, Zeppelin. Aber Zeppelin, Hochhaus, schöne Sicht alles. Wir sagen jetzt Tschüss, denn morgen ist auch noch ein Tag. Danke fürs Zusehen, Leute. Bis dann. Tschüss.